Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, stehe ich im Moment nicht im verregneten Deutschland, sondern bin auf eine wunderschöne Insel eingeladen worden, und zwar von Aura. Aura ist eine Automarke aus China, deren Namen ich noch nie gehört habe. Und sie haben mich eingeladen, weil sie hier die ersten europäischen Modelle des Aura Funky Cat präsentieren. Und das hat mich natürlich interessiert und deswegen bin ich der Einladung gefolgt. Und deswegen steht hier oben auch Werbung. Aber ihr könnt sicher sein, ansonsten ist das hier eine ganz normale Probefahrt mit dieser Dad und seinen 22 cm Händen. Aura Funky Cat ist ein lustiger Name. Aura ist die Marke. Funky Cat, eine Funky Katze, ja. Als Musiker spricht mich Funky natürlich an, aber Katzen finde ich eigentlich ziemlich blöd. Ich mag keine Katzen. Aber Katze ist im Chinesischen das Symbol für Freundschaft. Und darum geht es wohl bei dem Auto, dass es ein Freund ist, der einen durchs Leben begleitet und so weiter. Mich erinnert er tatsächlich, und das erweckt freundliche und warme Gefühle, an mein erstes Auto. Ich blende euch mal kurz ein, wie ich mit 18 aussah, mit meiner schönen karierten Buntfaltenhose. Dieses Auto zitiert so manches im Innen und wie im Außen, was man aus der Geschichte des Automobils kennt. Aber es ist ein vollelektrisches Auto und ich zeige euch mal kurz, was ich beim Einsteigen gedacht habe, als ich zum ersten Mal reingegangen bin. Ich bin ja nicht so der Designfreak, aber ich kam hier rein und dachte, boah, das gefällt mir aber gut hier, das sieht schön aus, das soll veganes Leder sein, was auch immer veganes Leder ist. Auch hier dieser Materialmix, so eine Art Alcantara, dann hier so was Holziges und so ein Polsterchen mit abgesteppten Nähten. Also ich sage ja oft mal, wertiges Äußeres oder sowas. Hier habe ich ehrlich gesagt gedacht, hochwertiges Äußeres hätte ich jetzt erstmal schon nicht gedacht. Und jetzt wird es aber Zeit, dass wir uns mal reinsetzen. Ja, sie redet schon mit mir. Und dieses Ding mal ausprobieren. Jetzt habt ihr gerade gehört, dass dieses Auto wunderfitzig dazwischen gesprochen hat. Tatsächlich soll das Besondere an diesem Auto die Sprachsteuerung sein. Jetzt haben der Oskar und ich schon viele Autos. Ach, apropos Oskar, den haben wir noch gar nicht vorgestellt. Oskar ist nämlich auch dabei. Hallo. Hallo Oskar, vielen Dank hinter der Kamera. Und wir haben schon hier einige Autos Probe gefahren und Sprachsteuerung ist immer eher so wack gewesen, wie die jungen Leute zu sagen pflegen. Das heißt, meistens funktioniert die nicht. Und das soll hier das Besondere dieses Autos sein. Das probieren wir uns noch aus, bevor wir losfahren. Und zwar ist dieses Auto jetzt so programmiert, dass es dieser Aura heißt. Dieser Aura? Ja, ich bin hier. Öffne bitte das Schiebedach. Okay, öffnen. Ich würde mal sagen, es funktioniert. Jetzt wird es Zeit, dass wir losfahren und dann erkläre ich euch alles Weitere. Das nächste, was mir aufgefallen ist, ich gebe ja zu, ich habe meinen Fahrersitz schon eingerichtet, ist, dass man hier wirklich alle möglichen Möglichkeiten hat. Also wir können den Fahrersitz in der Höhe, in der Tiefe und so weiter verstellen. Und er hat eine Massagefunktion. Da denkt man so irgendwie, boah, braucht man ja nicht. Aber ehrlich gesagt, wenn du es einmal angemacht hast, wirst du es nicht mehr ausmachen. Was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass man ein bisschen höher sitzen muss, um da ordentlich drüber zu gucken. Das hat irgendwie offensichtlich eine längere Schnauze, als ich dachte. Und dann, ich bin ja schon mal auf Mallorca mit einem E-Auto unterwegs gewesen. Da hatte ich immer ein bisschen Reichweitenangst. Das muss hier wahrscheinlich nicht sein, weil dieses Auto soll eine Reichweite von 400 Kilometern haben. Das werden wir nicht ganz ausprobieren können, aber schauen wir uns mal an auf der Probefahrt. Navigiert wird über diese beiden Displays hier vorne, die mehr oder weniger gleich groß sind und ineinander übergehen. Die Geschwindigkeit, das Fahrassistenzsysteme und die aktuelle Leistung. Und rechts daneben dann ja, die große Karte und natürlich alle anderen Einstellungen. Dieser Aura, Schiebedach zu. Ja, redet immer viel, ist aber eigentlich reagiert schneller, als es redet. Mal einen ersten kleinen Beschleunigungstest machen. Oh. Hey, ja gut, das ist natürlich ein Elektroauto. Jetzt muss man sagen, das ist jetzt auch kein billiger Kleinwagen. Erstens mal hat er wahrscheinlich mehr Platz, als es auf den ersten Blick aussieht. Und zweitens kostet das Ding in dieser Ausstattung auch ungefähr 47.000 Euro. Hat allerdings auch wirklich jede Menge Annehmlichkeiten. Ich liefere euch unten in der Beschreibung gleich nach, ab wie viel Aura Funky Cat zu haben ist. Also es geht wirklich um ein Auto, mit dem man Spaß haben soll, was eine hohe Reichweite hat, was diese Sprachsteuerung hat. Und man verspricht viel Platz. Da werden wir nachher mal gleich den Oscar-Test machen. Bin ich sehr gespannt darauf, muss ich sagen. Ich hatte ja vorhin von den Zitaten gesprochen. Schon vom Äußeren an mein erstes Auto habe ich mich erinnert. Hier im Inneren habe ich sofort ein Zitat gefunden, nämlich hier unten. Das erinnert einfach doch sehr an den Mini. Die Assoziation zum Mini und BMW scheint nicht ganz falsch zu sein.
weil es da eine Zusammenarbeit gibt und BMW auch demnächst, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar seine Mini auf dieser Plattform von dem Aura Funky Cat bauen wird. Dass dieses Ding jetzt gut fährt, wendig fährt, da habe ich ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Nebenbei, was dieses Auto jetzt auch hat, nicht nur Massagesitze, sondern natürlich auch beheizbare Sitze, aber ich würde schon fast sagen, unnatürlicherweise auch noch Sitzbelüftung. Also ich kriege im Moment gerade den Hintern ein bisschen kalt gepustet. Bei meinen Probefahrten hatte ich das, glaube ich, bisher genau einmal und ich glaube, das war beim Porsche Taycan. Kann das sein? Also das ist schon sehr, sehr luxuriös. Sportmodus und es geht los. So, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber schneller dürfen wir eigentlich hier nicht fahren. Das Auto würde bei 160 abriegeln. Das ist auf dieser Insel aber nicht erlaubt. Und so haben wir es mal bei dem 0 auf 100 Test mit einem leichten Überschreiten belassen. Eine Sache, die uns jetzt auf jeden Fall aufgefallen ist, auch auf der Autobahn beim Schnellerfahren, ist, das ist für mich als Musiker natürlich immer was Besonderes, Geräusche. Hier hört man dort deutlich ein Pfeifen des Elektromotors. Die Straße höre ich deutlich. Also auch schon bei 100 Stundenkilometern wird es relativ laut hier drin. Das mag zum Beispiel auch der Form geschuldet sein. Also diese drei Geräusche summieren sich zu einem Soundtrack hier drin. Und ja, das ist auf jeden Fall mal für einen Musiker bemerkenswert, sagen wir es mal so. Vorwärts fahren, um eine Parklücke zu finden. Parklücke gefunden. Bitte bremsen. Bitte anklicken, um das Einparken zu starten. Bitte Bremse loslassen. Einparken starten. Ich finde das immer sehr creepy. Okay. Einparken beendet. Bitte übernehmen Sie das Fahrzeug. Ich finde, das hat gut geklappt, auch vergleichsweise zu anderen Autos, wo ich das probiert habe. Man sieht natürlich immer so ein bisschen den Nutzen von Technik. Wir haben hier einen riesigen Parkplatz mit 115 freien Parkplätzen. Und er hat mich jetzt hier reingezirkelt. Aber hat er top gemacht, muss ich sagen. Danke, diese Aura. Entschuldigung, bitte sage es nochmal. Ich danke dir. Dieser Vorgang wird nicht unterstützt. So, jetzt schauen wir uns das Auto nochmal von außen und im Detail an. Ich stehe hier gerade bei der Ladeklappe. Da verbirgt sich das Erwartbare für AC-DC-Ladung. Maximale Ladeleistung sollen 67 Kilowattstunden sein. Vielleicht wird es auch nochmal mehr. Im Moment ist das der Stand, sodass man etwa in 40 Minuten vollgeladen ist. Von den Verbrauchswerten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nach WLTP 16, irgendwas Kilowattstunden auf 100. Das heißt, man hat eine Reichweite mit der großen Batterie von etwa 400, 420 Kilometern, was natürlich schon ganz ordentlich ist. Dann schauen wir ja immer gerne, was ist vorne im Frunk? Ich glaube, das ist er. Ja, natürlich. Ah, hab's gefunden. Wir haben nämlich ein einmotoriges Fahrzeug mit Frontantrieb und deswegen befindet sich das hier schön unverkleidet und man kann sich alles genau anschauen. Und wer was davon versteht, weiß jetzt auch, wie das Auto technisch funktioniert. Dann wollen wir mal schauen, wie sieht es denn aus mit dem Kofferraum. Für den E-Piano-Test wird es vielleicht ein bisschen eng, aber wir schauen mal, was wir so messen können. Und hier übrigens noch ein bisschen Platz für weitere Adapter und den ganzen Kram. So, was haben wir denn hier so? 1 Meter ungefähr und in der Tiefe 66 cm innen, 50 außen. Ein großer Koffer, vielleicht zwei übereinander, zwei Handgepäckkoffer würde ich mal schätzen. Wir können natürlich umklappen und dann haben wir hier eine gesamte Ladefläche von 132 cm. Also knapp den E-Piano-Test verpasst, so wenig ist es gar nicht. Und dann wird es Zeit für den Oscar-Test. Für alle, die ihn noch nicht kennen, mein Sohn Oscar, 1,95 Meter und der schaut sich jetzt mal hier diese Rückbank an. Ich bin mal sehr gespannt, weil es ist ja doch
ein relativ kleiner Wagen, sage ich mal. Der Sitz vor mir ist so eingestellt, dass ich da sitzen kann. Also der ist ganz hintergefahren. Dementsprechend sieht es auch an den Knien aus. Der Boden, das ist so dieses typische, ich habe lange Beine, dieses typische Problem, dass meine Beine hier weit von der Sitzbank abstehen. Das könnte sich natürlich ein bisschen beheben lassen, wenn der Stuhl ein bisschen weiter vorne wäre, sage ich mal. Und ansonsten, naja, es ist nicht übermäßig viel Platz, aber ich kann auf jeden Fall doch relativ entspannt sitzen, muss ich sagen. Also es ist auch oft so, dass ich hier so nur sitzen kann. Aber das Dach geht hier relativ, das geht hier nochmal hoch sogar, sehe ich gerade. Also so ganz anlehnen kann ich mich nicht. Und ich kann auf jeden Fall normal aufrecht hier sitzen. Ist eigentlich ganz gut. Ich habe hier so ein bisschen die Säule. Aber ja, es ist nicht schlecht. Ich kann mal noch den Sitz ein bisschen vorfahren vielleicht. Ich habe den jetzt mal so eingestellt, dass du da vielleicht sitzen würdest. Ja, und dann geht das auf jeden Fall mit den Beinen schon eher fit. Na, dann schaue ich mal hier mit 1,79 Meter. Habe ich ja eher so Normalmaß. Und ich habe hier, ehrlich gesagt, voluminös Platz. Ich komme jetzt zwar mit der Glatze auch schon fast da oben hin. Okay, ja, also dieser Platz ist nicht so üppig. Beine finde ich sehr üppig. Also für die Größe dieses Autos ist es wirklich geräumig. Hier haben wir noch so eine schöne Getränkeablage. Also ich würde jetzt mal sagen, als Familienauto, wenn man jetzt nicht so Giraffen wie dich hat in der Familie, absolut in Ordnung. Zwei Gedanken möchte ich vielleicht noch nachtragen. Zum einen habe ich nachgefragt, das wird jetzt nicht groß kommuniziert, aber es ist wohl schon so, dass in der Herstellung und auch im Transport auf eine CO2-freundliche Herstellung geachtet wird. Was auch immer das heißt, aber es ist wohl so, dass auch in China ohnehin schon viel mit Sonnenenergie gearbeitet wird und dass das durchaus im Bewusstsein ist. Das ist jetzt in der Kommunikation noch nicht so weit vorne. Das andere, was uns aufgefallen ist, vor allem den Oscar, weil er immer Beifahrer war, ist, dass irgendwie so ein bisschen ein Auto ist, was von einem Fahrer ausgeht und der Beifahrer hat nicht so viel zu lachen. Ich kann die Lautstärke nicht ändern, das musst du machen, oder ich muss halt hier das irgendwie auf dem Display machen. Um meine Temperatur zu verändern, muss ich hier rüberklicken und bin da irgendwie so in deinem Lenkrad. Es wird allmählich dunkel über der Insel und es wird Zeit für ein kleines Fazit. Aura Funky Cat hat mir viel Spaß gemacht, spritzig, schnell, alles was es braucht. Es ist ein sehr hochwertig ausgestattetes, auch technisch hochwertig ausgestattetes Auto. Es ist aber auch kein Sparauto. Dafür bietet es aber auch zu viel. Hohe Reichweite, guter Verbrauch, viel Platz auch auf der Rückbank. Die Sprachsteuerung hat verhältnismäßig gut funktioniert. Wir hatten auch hier und da mal natürlich Probleme, auch mit dem Navi. Das ist aber normal, damit muss man sich auch ein bisschen einfuchsen. Die lernt auch über meine Sprache, über meine Gewohnheiten. Dieses Auto denkt mit, erkennt mich auch an dieser Kamera da vorne als Fahrer und stellt dann das Profil auf mich ein. Für alle, die jetzt hier das Überwachungsauto befürchten, kann man auch alles ausstellen. Für 4 Leute in der Stadt rumfahren, über Land zu fahren, 400 Kilometer Reichweite, muss ich sagen, erstmal eine gute Geschichte. Nicht spottbillig, auf der anderen Seite mit um die 40.000 Euro. Auch nicht übertrieben für ein E-Auto mit diesen Fahreigenschaften und mit dieser Ausstattung. Schreibt mir doch unten in die Kommentare, was ihr meint, ob Aura Funky Cat sich hier in Europa durchsetzen wird. Gebt mir ein Like auf dieses Video, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.